Yay, geht weiter. So. Ja, tut mir leid. Also irgendwie, weiß ich nicht, der Bot sollte ja eigentlich Musik abspielen. Ich muss jetzt immer manuell ein Lied anklicken. Und dann hat er irgendwie die Erweiterung aus der Playlist nicht abgespielt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Deswegen gab es dann nur partiell Musik. Sorry dafür. Ja gut, es lief ja in der Dauerschleife, also die Musik aus dem Spiel. Naja, was will man machen? So, was habe ich denn eigentlich alles verpasst hier? Moment. Was haben wir denn hier alles verpasst? Also. So, welchen... Wie soll ich es nennen, was... Achso, Simsalabim, genau. Gibt's ein Wortspiel? Ja, glaub schon. So, was haben wir denn jetzt hier? So, in 2 Tagen. Achso. Ja, ich habe gestern einfach nur hier Knäckebrote mit Nutella und ja, was hatte ich noch auf den anderen drauf? Hier diesen vegetarischen Schinkenspicker. Aber nee, ich bin kein Vegetarier, aber den esse ich halt so ab und zu mal. War jetzt nichts Spektakuläres, sage ich mal. Okay, wie sieht es denn zwischenzeitlich mit dem Abra aus? Gibt es da jetzt einen Zwischenbericht? So, da müssen wir natürlich mal ganz kurz warten, ob es da denn irgendwelche Rückmeldungen gibt. Wie, wo, was, wann. So, ansonsten kann ich ja schon mal leicht in die vorhergesehene Richtung wandern. Oh mein Gott, das ist immer so ein tolles Gefühl, dahin zu gehen. Achso, eine Minute. Warte mal, wir hatten uns schon... Achso, warte mal. Wir hatten uns noch nicht hinzugefügt, oder? Oh, danke. Danke. Genau. So, jetzt ist es besser. Jetzt ist die Pause auch draußen. Okay, ist ja nicht zum Glück viel passiert. Ach, Herr Jemine. Ach, wir hatten uns hinzugefügt. Doch, ja. Okay, dann komme ich mal aufs Festival Plaza. Dann würde ich das nämlich gerne mal ausprobieren. Ach verdammt, warte mal, ich muss das dann noch irgendwie ins Team rüberbringen. Ah! Mein Teammitglied will ich ja jetzt nicht tauschen, das ist klar. Linktausch, so. Also du warst Claudi Link, ne? Warte, ich guck nur noch mal schnell hoch. Doch, genau, du warst es ja mit dem Xerox, ja. Ach so, ja gut, ich sollte vielleicht mich mal mit dem Internet verbinden, das wäre auch mal wieder eine ganz kluge Tat. Ich sag da, das ist so umständlich, dass man da die Verbindung trennen muss. Ja. Ja, meine Einsicht kam etwas spät. Also das Problem ist, aufgrund des Delays hättest du das wahrscheinlich eher geschrieben und dann so, ach ja. Aber zum Glück kam ich auch noch drauf. Aber spätestens jetzt wäre ich sowieso drauf gekommen, wenn du es geschrieben hättest. Weil du es geschrieben hast, Mensch. So. Das ist immer so lange dauert mit diesen Verbindungen herstellen. Naja. Sieht irgendwie lustig aus, wie ich so dieses Licht von hier so abbekomme. So. Instant. Kaum habe ich mich mit dem Internet verbunden. Instant ein Tausch hier. So, da gucken wir doch mal, ob das funktioniert. Welches schicke ich denn dann einfach mal? Ich hatte hier doch noch irgendwo ein kleines Fitzel-Pokémon. Warte, das waren Zuchtdinger. Ich schicke dir jetzt erstmal das Koryogel. Oder, warte mal, haben wir nicht noch irgendwo... Ja, okay, ich schick dir erstmal das Koryoge, ja? Das. Oder, warte mal, hat man hier noch.
Ach komm, tausch mal das. Und dann muss ich nur noch gucken, dass ich dies irgendwie ins Team bekomme. Okay, hat die jetzt aber die Fähigkeit Synchro, oder? Ja, ja. Ja, das mit dem Tausch kennen wir, wenn da die Internetverbindung verlustiert. Darf eine Zeit lang nicht tauschen oder was da auch immer steht. Wie gesagt, in der vierten Gen konnte man damit ein bisschen Schabernack betreiben. Da konnte man nämlich ohne Cheat-Modul seine Pokémon klonen. Ja, ja. Die guten alten Zeiten. Simsalabim. Oh. Ja gut. Mach mal einfach einen Simsala draus. Okay. Aber dadurch ändert sich ja das, denke ich mal, nicht, oder? Bleibt ja weiterhin Synchro. Ja, natürlich. Yay! Cool. Das ist halt das Schöne, da sieht man gleich beides. Dein Simsalabim. Das Mega-Simsala müsste eigentlich so heißen, weil man sagt ja Abra, Kadabra, Simsalabim, ne? Ja, vierte Gen, die guten alten Zeiten. Psykraft, was war denn Psykraft? Eigentlich will ich mich damit jetzt hier gar nicht, ne? Psykraft. WTF, wie geil. Psychoklinge? Das hat eine physische Psychoattacke, okay. Ergibt eigentlich keinen Sinn, aber das ist irgendwie witzig. Gut, die Attacke wollen wir auf jeden Fall nicht erlernen. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich muss das dann nur irgendwie noch ins Team bringen. So. Nein, bekannte Attacken behalten. Hat Psykraft nicht erlernt. So. Da sind wir doch mal gespannt, ob dieses Experiment geglückt ist. Ich danke dir dafür auf jeden Fall. Pass auf, dann hole ich das ganz schnell. So, gehen wir hier erstmal aus dem Plaza wieder raus. Die Frage ist nur, kann ich das jetzt da direkt hinbringen? Passt auf, dann... Nein, falsche Richtung. Okay, ich kann da hinfliegen, das ist sehr gut. Dann fliege ich nämlich mal ganz flugs hier zum Pokémon Center. Da hole ich mal ein, warte mal, das ist Psychostahl. Da kann ich Pikachu erstmal kurz ablegen. Ja, dann machen wir das so. Da legen wir Pikachu ganz kurz ab, holen das Simsala und dann regeln wir das. So, es sind ja eh alle Pokémon geheilt. So. Also wegen der Bohnen lohnt sich das auf jeden Fall schon mal. Also... So, wo haben wir es denn hier? Oh, das hat Pokerus. Wie geil ist das denn? Achso, nee, Raichu ist hier. So, und dann tauschen wir das nur noch schnell an Position 1 und dann können wir wieder hinfliegen. Das ist ja cool. Könnte man noch ein Kämpfchen wagen, um dann... Ja, obwohl ein Kämpfchen nicht unbedingt, aber das ist ja cool. Vielleicht bekommen das die anderen auch noch. So, jetzt muss ich nur mal schauen, wo sind wir denn hier? Ne, da hoch. Ich wollte weiter hoch. So, hier können wir direkt hinfliegen. Sehr schön. Ach, wenigstens haben die Entwickler mitgedacht. Wenigstens das. Was? Ihr habt das zu früh entwickelt. Warum? Wieso? Weshalb? Was zu früh entwickelt? Das braucht doch einfach nur... So, erstmal Bericht. Krummlöffel. Das ist natürlich so eine krumme Sache. So, hartes Wesen. Okay. Sichlo mit hastigem Wesen. Da nehme ich mal an, dass das die Innets steigert.
So, ist das jetzt auf Position 1, das Simsala? Ja, ist das. Naja, wie AIDS würde ich das denn nicht bezogen. Also, es überträgt sich auf die Pokémon einmalig. Und dann ist es, dann hat das ja einen positiven Effekt, weil du das EV-Training einfach mal verdoppelst. Also, bringt eigentlich das Fangen von Pokémon auch schon EVs? Weil man bekommt ja Erfahrungspunkte. Und meistens ist es ja so, dass man für das, wofür man Erfahrungspunkte bekommt, auch EVs bekommt. Zumindest bei den Pokémon. Das ist jetzt mal eine ganz interessante Frage. Okay, Leute. Aber mal abgesehen davon. Immer Spiel speichern. So, schon eine ordentliche Spielzeit. Und dann werden wir auf dieses Podium treten. Okay. Willst du auf der Sonnenflöte spielen? Das möchte ich. Lass uns warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Ich dachte schon, ich muss jetzt echt bis morgen warten. Ich habe leicht Gänsehaut. Ja, irgendwie schon, oder? Man würde sich getreut fühlen. Häkchen, es geht dir gut. Ich bin ja so froh. Bin ich vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist? Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Der Konjunktiv ist Verlier. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zu dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Davon stand nichts in all den Büchern, die ich studiert habe. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Solgaleo. Ich meine, Bäckchen, bitte, ich muss unbedingt Mutter sehen. Mann, ist das riesig. Ja, das stimmt wohl. Ach verdammt, wir kommen ja erstmal da in diese Dings, ne? Ach, stimmt ja. Oh. Okay, meinerseits. Stimmt, das hatte ich gar nicht bedacht. Ich dachte, wir fangen... Ja, stimmt, so rum war das. Aber wie würde man sich fühlen, wenn man plötzlich in der Ultradimension wäre? Wäre auch ein bisschen strange, oder? Stell dir mal vor, der IS wird von einer 12-jährigen Klapp gemacht. Herrlich. Ich bin überrascht, wie schön es hier ist. Aber die Luft ist ziemlich stickig. Das Atmen fällt mir ein wenig schwer. Die sollten mal lüften.
Ich weiß nicht. Ich bin etwas verwirrt. Röckchen hat sich entwickelt und auf einmal sind wir in dieser anderen Welt. Das ist alles ein wenig viel auf einmal. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wir müssen weiter. Liona. Sagt es das, weil das eigentlich so ein Löwe ist und so? Was hast du denn? Du willst also hier bleiben? Möchte es, ja. Ja, das muss ich auch noch austauschen. Ich hatte jetzt erstmal nur an ihr Simsala gedacht. Vielen Dank, dass du mich hierher in diese Welt gebracht hast, Wölkchen. Ab hier übernehme ich. Wie gesagt, das ist nicht in Vergessenheit geraten. Okay, warte, dann müssen wir doch noch mal ganz kurz hier ein bisschen ummodeln. So, Dragonier kann da unten erstmal bleiben. Das ist ja eh nur das erste wichtig. Ich bin der Boss von Team Skull. Ich habe vor nichts und niemanden Angst. Aber alles und jeder hat Panik vor mir. Und ich verrate euch jetzt mal was. Also sperrt besser die Lauscher auf. Ihr seid wirklich selten dämlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihr überhaupt hier hergekommen seid. Aber tja, das seid ihr nun mal. Hat ja Lidschatten aufgetragen? Nun, in dieser trostlosen fremden Welt wimmelt es nur so von diesen Ultrabestien. Na, jetzt gucke ich aber nochmal. Okay, ich habe versucht, mir eins von diesen Dinger zu schnappen. Das erinnert mich an Asterix und die Römer oder sowas, wo diese Prüfungen abgeschlossen werden mussten. Die mussten doch da auf diesem Feld übernachten, mit diesen Geistersoldaten. Aber ehe ich mich's versah, hatte sich das Ding mich geschnappt. Was dann geschah, ist schwer zu erklären. Clickbait! Klicken Sie hier, um die ganze Geschichte zu erfahren. Ah ne, es war, als wäre mein Körper und mein Geist plötzlich erwacht. Als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich bei Bewusstsein. Ich bekam Panik. Was war hier los? Es war, als sei ich nicht mehr ich selbst. Dabei bin ich doch der Boss von Team Skull, der vor nichts und niemanden Angst hat. Mit Samantha ist das gleiche passiert. Sie ist inzwischen viel zu stark für uns. Für Samantha existiert nur noch ihre wunderschöne Ultrabestie. Worte erreichen sie nicht. Gefühle prallen an ihr ab. Nichts dringt mir zu ihr durch. Ich werde trotzdem zu ihr gehen. So, was habe ich verpasst? Ja, genau das. Und dann kam später, oder war das davor, der Passierschein A38. Ach, warte mal, sie ist ja jetzt... Ach nee. Ah, das ist so episch. Es spielt einige epische Momente. Aber schon das... Dieses Pokémon sieht ja so ein bisschen aus wie Samantha, finde ich. Die Welt meiner Ultrabestien. Ist sie nicht einfach atemberaubend? Das Einzige, was es hier gibt, sind die Anego und meine Liebe zu ihnen. Es ist wie im Traum. Ich glaube, ich befinde mich hier wahrlich und wahrhaftig im Paradies. Aber nein! Ihr Nervensägen müsst natürlich wieder alles kaputt machen. Wer hat euch das Recht gegeben, diesen Ort mit eurer Anwesenheit zu stören? Als ihr kamt, gehörte diese wunderschöne Welt nur mir und dem Anego. Nur dir und den Anego? Was redest du denn da? Blomli ist doch auch noch hier. Das stimmt.
Ja, die haben schon damals gute Kritik an die Behörden geäußert. Der ist mir völlig egal. Ich habe die Nase voll von ihm. Ich habe es endlich geschafft, in diese wundervolle Welt zu kommen. Und er will mich dazu bringen, wieder in unsere eigene Welt zurückzugehen. Davon will ich aber nichts hören. Ich habe keine Geduld mehr für sein närrisches Geschwätz. Ja, sie ist leicht besessen. Immer denkst du nur an dich. Das machst du immer so. So war das schon im Ätherparadies und jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Warum sollte ich nicht alles um mich drehen? Ich will immer in einer Welt leben, die voll von dem ist, was ich liebe. Danke. Samantha wird an Kasse 3 ihr Kind vermisst. Sie. Oh nee. Wie geil. Du magst mein eigenes Fleisch und Blut sein. Du magst dich noch so sehr nach meiner Liebe und Anerkennung sehen. Aber selbst wenn du das seltenste Pokémon auf der ganzen Welt wärst, wenn du nicht die Schönheit besitzt, meiner Liebe würdig zu sein, bist du für mich einfach nur überflüssig. In meiner Welt ist nur Platz für die Dinge, die ich liebe und die mir wichtig sind. Ich habe genug. Kinder sind doch nicht das Eigentum ihrer Eltern. Und für Pokémon gilt das Gleiche. Ein Trainer kann nicht einfach frei über das Schicksal seiner Pokémon verfügen. Ich bin ein lebendiges Wesen. Und Cosmog ebenfalls. Kinder und Pokémon sind keine Gegenstände. Sie haben ein eigenes Bewusstsein. Man kann sich nicht ihrer einfach entledigen, sobald sie einen nicht mehr interessieren. Du bist einfach nur gefühlskalt und grausam. Ja, grausam bist du. Ach, grausam bin ich, ja? Und inwieweit sind Trainer da anders? Pokémon, die sie nicht brauchen können, werfen sie doch auch einfach aus ihrem Team. Ganz wie es ihnen gerade in den Kram passt. Aber belassen wir es dabei. Dieses Gespräch führt zu nichts. Nur eins noch, Lilly. Ich kann und will dir nicht vergeben, dass du mit Cosmog einfach so auf und davon bist. Als du noch klein warst, hättest du es nie gewagt, dich mir zu widersetzen. Damals konnte ich noch eine gewisse Schönheit in dir erkennen. Aber du hast dich verändert. Du lehnst dich gegen deine eigene Mutter auf. Wie konntest du bloß so hässlich werden? Daran ist allein diese Ulla Francine schuld. Sie hat dich verdorben. Ja, du Ulla Francine. Und jetzt wagst du es auch noch in die Welt von mir und den Anego zu kommen? Es reicht! Anego und ich, wir werden dir nun eine Lektion erteilen. Oh, jetzt. Plays HD, Twitch, ich begrüße dich. Alola. Da haben wir einen Ultraball. Und was sagte Steffi an dieser Stelle? Warum sammeln wir diesen Ultraball da nicht einfach auf? Irgendwie könnte man dieses Anego Mother Brain nennen. Aber warum müssen in den Spielen die schönen Frauen immer auch die Bösen sein? Ich raff's nicht. Es ist in jedem Spiel so, die schönsten Frauen sind die Bösen. Ist leider manchmal aber auch im echten Leben so. Die schönsten Frauen sind charakterlich stellenweise ganz schön fragwürdig. Ah, guck mal, jetzt hat sie einen Hyperball in der Hand. Okay, Ätherpräsidentin Samantha, du forderst mich also heraus. Okay, Pixie. So, was haben wir denn hier? Ein Weidort Level 15, das ist krass. Da gebe ich dir recht. Ich werde mal ganz schnell kehrt wenden.
Denn da brauchen wir ein entsprechendes Pokémon, was ein bisschen stabiler ist. Trotzdem. Hat ein bisschen was abgezogen. Achso, das setzt er jetzt wieder sein Metronom ein, richtig? Na gut, dass ich Anele nicht aus dem Team genommen habe. Ich hatte doch meine männliche Intuition. So, Metronom. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Oh mein Gott. Der Köter hat mir 6 KP abgezogen. Ich werde nicht mehr. Oh mein Gott. Aber die Überreste, die haben ja schon wieder ein paar KP aufgefüllt. Oh mein Gott, das verkrafte ich nicht. Scherz. Aber jetzt hat der Wickel einiges abgezogen. Aber wir haben ja einen Rambos. Dann setz ruhig deine Kosmikkraft ein. Das ist mir so was von egal. Das tangiert mich nur peripher. Auch wenn deine Verteidigung, deine Spezverteidigung steigen. Das Ding wiegt fast eine Tonne. Also haut das auch ein bisschen rein. Ja, der Crit hat voll gemattert. Auf jeden Fall. Der hat sowas von gemattert, der Crit. Man merkt schon, ich habe mir da leicht auch diese CP-Sprache angewöhnt. Da sagen die das doch auch immer, wenn du hier die, ja, die Spiele, die Matches dir so anguckst. Mondschein. Ach so, das war dieses Heilungsgedöns. Stimmt. Ist das nicht bei Nacht sogar stärker? Nun, Pixie, du hast ein kleines Problem. Du greifst vielleicht mal an, irgendwie ein bisschen. Ja, der Wickel, der zieht mir ein bisschen was ab, aber auf lange Zeit habe ich hier ein paar bessere Karten. Mondschein, das heilt dich nicht so viel, wie ich dir Schaden zufüge. Und es gibt zum Glück keine Crit Heals. Das wär's. Stell dir mal vor, es gäbe Crit Heals. Also ja, indirekt gibt es das. Die Attacken, die KP generieren, beim Critten, dann fügen die ja mehr Schaden zu und du kriegst eine Heilung. Aber so an sich selber kann das nicht critten. So. Aber das lässt dir mal vor, du machst einen Crit mit einer Heiler-Attacke. Also was weiß ich, wie Blutsauger. Und dann wird der Heal auch nochmal extra critten. Also ein Crit von Crit, eine Critception. So, ich nehme weiter den Rambos. Danke, Pixie. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Der will mich ausstallen, hat aber keine Chance gehabt, weil ich ja auch stallig. Ich werde ja auch immer stalliger. Ja gut, Simsalabim. Der, ja. Der übrigt sich von selbst, ne? Dressella, warte. Dressella war ein Pflanzen-Pokémon. Wir können jetzt natürlich einige in den Kampf holen. Das ist Pflanze-Fee, warte. Das ist Pflanze-Fee. Dann holen wir Nichan rein. Das wird natürlich von einer Aura umhüllt. Hat das eine Z-Attacke? Ich weiß es nicht. Ach nee, ich hatte schon wieder ein anderes im Kopf. Nee, das ist ja nur Pflanze. Ja, wenn man das immer durcheinander bringt. Es wird schneller sein bestimmt. Deswegen nutzen wir die OB-Attacke. Och nee. Alles nur kein Taumeltanz. Aber dieser Schwanz sieht echt komisch aus. Wie eine aufgeplatzte Bockwurst. Aber Blutsauger trifft. Also wir kommen durch die Verwirrung durch. Sehr schön. So, wir haben leider keine Prio-Attacken. Das ist das einzige Problem. Aber sei es drum. Blättertanz. Wow. Die KI ist... Oh. Nicht sehr effektiv und zieht genau 100 KP ab. Aber danke, es kommt durch. Es wird mich zwar nicht mehr viel heilen. Vielleicht so um 5 KP. Und? Ja, okay, es waren 7. So. Ist aber nichts Neues. Nichan erreicht Level 53. Was mich auch sehr freut. Juhu! Okay, wie geht's weiter? Mit einem Level Up für Anele. Simsalabim erreicht natürlich ein Level Up. So.
Es hatte immer nur 20 Stärke. Och nee, und ich habe Pikachu nicht drin. Aber warte mal, Milotic ist ein guter spezialdefensiver Typ. Deswegen holen wir dich rein. Konoha, och nee. Och nee, Konoha, nein. Ich muss jetzt echt aufpassen, was ich sage. So. Und grüß dich, Sonic Kamrum 341. Auch dich herzlich willkommen. Und Milotic wurde aber erstmal mit einem Schlag besiegt. Das ist schon mal sehr schön. Freut mich. So, der Rest erhält auch noch ein paar EP. Der Simsalabim erreicht Level 31 und versucht Genesung zu erlernen. Uff, ist eine Idee. Gucken wir nochmal. Ja, Psychoklinge ist halt physisch, aber... Ach nee, komm, mach mal nicht. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Und nur noch ein Level für das Dragonia und ein Traummagier, das möchte auch kämpfen. Okay, ich sollte aufhören mit singen. Die Frage ist, hält Nichan das aus? Das ist jetzt eine gute Frage. Traummagier ist schnell und gar nicht mal so schwach. Ich probier's. Ich gehe jetzt voll YOLO. Ich habe ja den Fuecrium Z angelegt. Das heißt, wir werden entsprechend die Unlichtattacke durchführen. Und dann schauen wir mal. Nein! 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 Verdammt! Okay, du hast eine Gesteinsattacke. Nun. Nun, Handy hör auf zu vibrieren. Okay. Okay. Ich hab dich verstanden. Mit Evolit ausgestattet. Wirst du hoffentlich da irgendwas überstehen? Du bekommst erstmal eine Donnerwelle. Leitteiler. Leitteiler? Ach verdammt, Bodyguard. Nein! Jetzt immer wieder Leitzahl 9, verdammt. Hm. Da war Wirbler jetzt eigentlich nicht so die kluge Idee. Ja, fail. Ich, ja. Violet jagt seine Beute auf, in der Gruppe mit seinem enormen Maul, kann das ganze Schwärme von Lusabin auf einmal verschwingen. Verschwingen? Verschlingen? Ja, das mit dem Bodyguard war ja jetzt echt mal fail, dass ich das nicht berücksichtigt habe. Naja, was soll's. Jetzt setzt du einen Spukball ein, jetzt wo der Leitteiler wenigstens mal effektiv gewesen wäre. Okay, es war ein Crit. Gut, ist egal. Aber hey, das ist auch ganz schön pervers. Es schlägt auch mit seinem Schweif hier rum, dieses Dragonier. Aber okay, wie sollte es auch anders angreifen? Ach, jetzt kann ich wieder paralysieren. Costoso. Ich habe schon wieder vergessen, welches Costoso war. Nun, ich bleib mal drin. Ach so, das war dieses Vieh. Warte, Bodyguard ist Geschichte. So. Ich bin jetzt ganz gemein. Yes! Okay. Ganz wichtig ist mir nämlich, dass ich jetzt mal den Beutel ganz geschwind öffne. Wo haben wir dich denn? Ich mag das nämlich eher, wenn ich hier durch Beleber allen EP geben kann. So. Ich könnte jetzt natürlich Glück haben. Och nee! Och, bist du blöd, Gegner! Du hast den Leitzähler angewendet und heilst mich damit. Was zum Geier? Oh nee, diese KI ist ja ein Traum. Was zum Geier?
Die KI ist ja... Die KI, die ist ja traumhaft. Okay, ich schlag mal mit der Drachenroute zu. Komm, nehmen wir die Drachenroute. Ja gut, das ergibt keinen Sinn, was die KI macht. Nun, ich sollte vielleicht trotzdem das Pokémon wechseln. So, und jetzt nochmal der Beweis, warum Knuddler so toll ist. Oh, da ist sogar die Kampfattacke sehr effektiv. Die werde ich aber mal nicht nehmen. Ja, ich bleib mal drin. Genau. Ja, Leitzeiler, das ist jetzt ein bisschen blöd für mich, ich weiß. Und es ist natürlich auch blöd, dass ich so eine... Ach, wie soll man das sagen? Man sollte, wenn man Pokémon hat, die sollten nie runde Zahlen haben. Also eine Null hinten. Was hat denn das noch als Typ? Moment. Knuddler war doch... Das war doch jetzt nicht sehr effektiv, oder? Ich setze das trotzdem nochmal ein. Kampf normal. Ach, deswegen ist Kampf auch so effektiv dann drauf. Passt mal auf, wir gehen jetzt mal auf volles Risiko. Wir nehmen den Turmkick. Gott sei Dank. Okay. Yes! Bodycheck abgewehrt. Check. So. Und dann können wir ganz sicher mit dem... Ach, das hätte ich eigentlich auch machen können. Tropenkick erstmal den Gegner schwächen. Im Angriff. Und dann... Ja. Kostoso findest du nervig. Kostoso findest du also nervig, okay. So, Dragonier erhält auch noch ein paar EP. Ah, Simsalabim erreicht natürlich ein Level-Up, das war klar. Aber... ja, Dracoran werden wir noch vor der Liga kriegen. Wenn sie beim Machen von Gladio und... Na, sag schon. Lilly auch so gestöhnt hat, dann wissen wir, warum es keinen Vater gibt. Der hat sie dann nämlich verlassen. Was? Nun... Geht's jetzt zum Battle Ready, Xerox? Hilf mir, Solgaleo! Aber die hat so schöne lila Beine! Ich sag doch, warum müssen die schönen Frauen immer die so besessen sein? Das sieht aus wie so ein Mother Brain aus Metroid. Ganz ehrlich, die setzen sich auch auf den Kopf. Oder auf den Cock, je nachdem. Die Frau, die trägt doch höchstens eine 36. Mutter! Mutter! Lilly! Wie seltsam! Du wirkst auf einmal alles andere als hässlich auf mich. Was passiert hier? Es lief doch gerade so gut. Ich glaube, wir sollten ein bisschen Reißlaus nehmen. Und zwar im Turbo-Tempo. So viele Anlegungen.
La Leona. Keine Ahnung, ich habe jetzt keine bessere Stimmlage dafür gefunden. Nun. Ich bin die Treppe raufgekommen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und was finde ich da? Das legendäre Pokémon. Und so ein mysteriöses Loch, das sonst wohin führt. Oh Gott, nein. Oh nein. Sorry. Oh nein. Ein mysteriöses Loch, das sonst wohin führt. Hapu, 9.01.2017. Aufnehmen. Ja, ich bin jedenfalls froh, euch unbeschadet anzutreffen. Hapu. Ist Mutter müde. Wieder ist er. Hey Großer, mach dich doch mal nützlich und trag die Dame hier. Sie ist zwar unverletzt, aber äußerst geschwächt. Wir müssen uns auf jeden Fall schleunigst um sie kümmern. Okay. Aber wisst ihr, dass es auf Dauer anstrengend ist, so verschiedene Stimmen zu sprechen? Weil man ja immer wieder rekapitulieren muss, wem man welche Stimme gegeben hat. The Francine, du hast Lily dabei geholfen, ihr Ziel zu erreichen. Gut gemacht. Du auch, Lily. Pambros und ich warten unten auf dich. Komm einfach zu uns, wenn du soweit bist. Danke, Hapu. Und Steffi ist auch wieder da. Sorry, Galeo. Eigentlich wollte ich dir helfen, wieder in deine eigene Welt zurückzukommen. Stattdessen hast du mir ständig geholfen. Wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Lalio, nur der Mann im Mond schaut zu. Und so weiter. Was hast du? Metal Gear Solid Ausrufezeichen. Ich glaube, ich weiß, was du uns mitteilen möchtest. Du möchtest die Reise zusammen mit der Francine und mir fortsetzen, stimmt's? Wusste ich es doch. Ich bin ja schließlich auch schon eine ganze Weile an deiner Seite. Du bist so etwas wie Familie für mich. Da weiß man eben, was der andere denkt. Und ich muss sagen, es geht mir genauso. Alolas Inseln zu bereisen und all diese Bekanntschaften dabei zu machen. Genau, du bist gar nicht da. Professor Kukien, Professor Bonnet, Insel König Kalle und sein Enkel Tali und der Francine, die ohne zu zögern eingeschritten ist, um dich zu retten, als dich diese Habitak angegriffen haben. Und das waren längst nicht alle. Ich weiß natürlich nicht, was das für eine Welt ist, in der du bisher gelebt hast, aber ich kann schon verstehen, dass du auch Alola, unsere Welt hier, kennenlernen möchtest. Halle hat es ja einmal so treffend gesagt. Neue Begegnungen? Neue Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen das Leben erst so richtig spannend. Falsche Stimme. Ich habe jetzt Kukui Stimme genommen. Egal. Was? Nein, doch, oh? Ach, Anele streamt auch gerade. Doch, du kannst nicht mit mir auf Reisen gehen. Ich bin kein Trainer. Ich kann dir nicht die Abenteuer bieten, die du so gerne erleben möchtest. Und in Sachen Pokémon-Kämpfe kann ich dir erst recht nicht helfen. Na, Francine, darf ich dich um etwas bitten? Würdest du gegen meinen Freund antreten und ihm in einem Pokéball ein Zuhause geben? Es möchte diese Reise mit dir fortsetzen und so viel von Alola sehen wie irgend möglich. Bitte gewähre ihm diesen Wunsch. Und das Witzige ist, ich kann das Solgaleo besiegen, ich kann davor flüchten, es steht immer da, weil es einfach storyrelevant ist und du kannst nichts dagegen machen. Das ist so witzig daran. Ich habe es nämlich mal probiert. Da habe ich einfach die Flucht ergriffen und dann, tja, stand es immer noch da. Habe ich einfach nur mal getestet. Damals, als ich das Offscreen bei den Let's Play-Aufnahmen getestet habe. Und da kann ich wiederum immer noch auf meinen Kanal verweisen.
gleichnamig wie der Twitch-Kanal. Okay, Leute. Solgaleo steht vor uns. Wir haben einen Simsala an der ersten Stelle. Hoffentlich klappt das mit der Synchro. Wenn nicht, naja, dann eben Pech gehabt. Solgaleo, ich möchte dich fangen. La Leona. Wingardium La Leona. Oder es gibt Labio Mayo. Das klingt auch fast wie ein Zauberspruch. Labio Mayo.